Servus 40K-Helden. Ich breche heute auf zu den Nine Inch Fails, da wo Steve, Max und ich jeden Dienstagabend zocken. Ich versuche da mal ein paar Videos zu drehen. Ich habe heute mein Ligaspiel in unserer Combat Patrol Liga gegen den Dominik, gegen die Orks und eventuell schaffen wir heute sogar noch ein bisschen mehr. Bis gleich, wir melden uns gleich vor zur Armeevorstellung. So, willkommen zurück. Ich hab's heil durch die fränkische Tundra geschafft, hier nach Oberäuerheim. Wir fangen an mit der Armeevorstellung für unsere Combat Patrol. Ich habe hier meinen Psioniker dabei. Ich habe einen Trupp, einen Strike Squad dabei, so wie er da steht. Und ich habe mich für den Nemesis Dreadknight entschieden. So, dann gehen wir mal weiter um den Tisch rum zu den Orks von Dominik. Der Dominik hat dabei einen Warboss. Was hat er für einen Arzt? Dem Teleportieren für einen Beutrupp. Okay, also einmal Deep Strike für die Boys. Da stehen die Boys. Geile Orks. Die Copters, wie heißen die? Death Copters, der lilane, der ist der mit dem Plasma. Ah ja, okay. Was steht noch? Was steht da? Ein alter Nurgle Marine. Ach so, naja, gut. Flieg mal einfach mal drüber weg. Ja, ein bisschen bomben kann man immer. Und? Einen guten alten Death Dread. Der Death Dread. Drei Nahkampfwaffen, eine Rakete. Okay, gut. Dann bauen wir jetzt auf und melden uns gleich wieder zurück. So, wir melden uns zurück nach meiner Bewegungswahl, was ist passiert. Die haben sich einfach hier einen Zoll weit weg von der Wand gestellt, dass sie wenigstens da durch die Wand gecharged werden können. Mein Dicker ist hier ein bisschen auf Seite gegangen, damit er auch nicht gleich gecharged wird von dem Dicken. Und mein Cheffe hat sich verkrümelt in den Warp und ist hier auf dem Marker rausgekommen. Gut, was wird jetzt passieren? Mein Dicker hier schießt auf die Helikopters. Der hat 6 Schuss, der gute Mann. Darum haben wir gesagt, so rum, diese nix, die treffen, Stärke 10, wahrscheinlich auch die Dreien. Ja. Zwei Wunden. So, minus 1 ignoriert die Base quasi die Deckung, das heißt eine 4er Rüstung und beide safe. Beide safe. Dann war das auch schon mein Psioniker, warte mal. Der kann noch auf deinen Dings psionikisieren, trifft, verwundet aber nicht. So, ich benutze aber jetzt einen Command Point, um Ground the Kids zu machen. Geht aber nur, wenn ich dich treffe, oder? Finish making it attacks. Also das ist okay. nur das Ziel. Heißt was? Das heißt, der darf jetzt W6 Zoll sich noch bewegen, möglichst nah nicht ran. Also dann. 13. Wir wollen ja ein bisschen crumpen. Das hatte ich tatsächlich gerade nicht bedacht, dass er sich ja bewegen darf. Ich wusste schon, warum ich eigentlich nie auf ihn schießen will. So, das hat mich noch ein CP gekostet, aber die sind genau. Da, um ausgegeben zu werden. Also gut. Dann kommen wir in Dominiks Runde 2, Attacke. So, als erstes mal das Proper Looting, nachdem ich auf diesem Marker jetzt auch stehe und auf diesem Marker stehe. Fangen wir mit diesem Marker an. Der nix. Ist leider nichts wert und da in der Mitte auch nichts. Die wollen wohl nicht looten, die wollen eher kämpfen. Tja. So, du und ich glaube, es ist aber noch ein bisschen zu früh für ein Bar, deswegen lasse ich den mal jetzt erstmal liegen. Gut, dann schauen wir mal, ob wir uns bewegen. Ja, nichts Großartiges. Er bewegt sich hier ein bisschen rüber und die schaffen sich ein bisschen nach vorne, damit sie alle auf den Großen schießen dürfen. Mhm. So.
So, und die laufen auch noch mal ein bisschen hinterher. Dann gönnt sich hier sonst nichts. Und gönnt sich ja sonst nichts. Hast du dir übrigens einen Marker ausgesucht, der in der dritten. Nee, jetzt machst du erst in der dritten Runde. Mach ich erst in der dritten. Ja. So. Oh nein, das wird eng. Na, das kommt noch ein bisschen was, aber weil man sowieso noch ein bisschen stapeln möchte, wird die Mitte erstmal ein bisschen zugemacht. Die schocken auch rein. Sie sind zwar nicht direkt beim Gegner, aber solange die Greyhounds dich auf mich zuholen, gehört das Feld mir. Ja. So, die Rakete möchte ich natürlich auch sehen. Genauso wie die Shooter. Ja, die sind alle in 18, die schießen wollen. Und die sind auch alle drin. So, ja, dann die Reichweite. Die haben 24, die haben 18 und der da hinten hat 36. Mit seiner Wumme, okay. Ja. Die Raketenwerfer. Wer hat den Raketenwerfer? Der da. Ja, der wohl auch eine Rakete trägt. Der müsste tatsächlich ein Stück mit weiter. 24 hat er. Ach so, ja, dann kein Problem. Null Problem. Normalen Billig-Shooter. Ach so. Okay. 18. Also dann, Attacke Hü. Fangen wir mal erstmal mit den simplen Sachen an. Plasma und Raketen in deinen Babycarrier. Gut. Erstmal 2W3 Schuss. Ja, der brennt. Sind 5 Schuss. Auf die Fünfen, 2 Stück. Und das sind die normalen Helis, ne? Das sind die mit Twinlink, ja. Raketenwerfer. Ja. Das heißt, auf die 3 Reroll wegen Twinlink. Genau. Okay, brauche ich gar nicht. Minus 2 Deckung hast du, also minus 1, das sind 3 Rüstung und sind komplett 3 Schaden. Kriegt er 3 Schaden. Und Orks überladenes Plasma. Ja. Deswegen nochmal 3 Schuss. Kein Treffer, Hazeres, natürlich. Ja. Ich benutze aber nochmal CP, Hazeres darf man hier rerollen. Darf man das? Jupp. Okay. Ansonsten kann ich das mir auch wegnehmen, ist wurscht. Also bin ich mir. Ist wurscht, aber er hat jetzt noch ein Leben. Nachdem Hazeres 3 Models macht und die 4 Leben haben. So, dann der Death Threat möchte auch schießen. W3 Schuss, 3 Stück. Auch dieselben Raketen. Möchte nicht. Dann der vordere Trupp der Raketenwerfer. Ein Schuss. Nix. Und die Shooter gehen in einen kleinen rein. 1, 2, 3. Hier ist die Geländeecke, ne? Hier. Ja. Die drei müssten ich sehen. Ja, die 3. Mhm. Nichts Großartiges. Schiff auf der Kante. Ein Treffer. Stärke 4. Stärke 4 ist auf die 5. Ein normaler Safe, bitte. Ja. Ohne alles. War ja klar. Guck ich gleich mal, wie viel Leben er hat. So, und dann kann man noch gleich den Big Shooter hier hinten. Auf wen schießt der? Auch auf den. Der ist hier. Falls er nicht sieht, dann eben auf den Großen. Der sieht ihn nicht, ne? Dann auf den Großen. Auf den Großen. Schauen wir schnell, wie Schuss das Ding war. Das sieht man eigentlich nie, wenn man das anders hat. 3 Schuss. Und hat Stärke 5. Ein Treffer. Und auf die 5. Ja. So. Also, der Big Boss hat jetzt noch 4 Leben. Und der Große, muss ich mal gucken, der Große hat. Ich glaube auch, dass der 13 hat. Ja, der hat noch 10. Ja, fair getauscht. 4 Schaden gegen 3 Schaden in meiner eigenen Schussphase. So kürze ich's.
So kürzlich, ja. So, jetzt kriege ich es gerade nicht hin. Jetzt habe ich es hingekriegt. Okay, dann war das Dominik seine Runde. Fangen wir mit meiner Runde an. Ich melde mich gleich wieder nach der Bewegungsphase. Bis gleich. So, wir melden uns zurück nach meiner Bewegungsphase. Was ist passiert? Der Dicke geht nach vorne, der will da jetzt heldenhaft irgendjemanden umbringen. Meine Grey Knights hier hinten wollen das Missionsziel einnehmen und wollen meinen Secondary punkten für 10 Punkte. Das wird gut. Und jetzt wird geschossen erstmal. Und zwar schießt mein Dicker wieder in die Helikopter. Schauen wir mal, was er jetzt ausrichten kann. Der verwundet dich dreimal. So, der erste hält, der zweite hält, der dritte hält auch. Was ist denn da jetzt wieder los? Da möchte ich den Nahkampf, ganz eindeutig. Ja, ja. Und dann sage ich auch gleich meinen Charge an. Wir machen mal kurz, dass ich wieder weiß, wo er gestanden war. Komme ich innerhalb von 1 Zoll an den Typi ran? Nee, komme ich nicht. Nein, der ist von Boyson gezinkt. Ja, ja, das ist aber auch nicht so schlimm. Ich muss jetzt erstmal auf den. Okay, dann rödel ich da jetzt mal. Versuche ich den Charge auf die Helikopter. Das wäre ein 9er Charge, haben wir gemessen. Mit einem Reroll. Kann natürlich sein, dass überhaupt nichts passiert. Nee, wir gehen in die Boys. Geht der Charge mit einer 6, das reicht genau, hat man gesagt. Mhm. Ja, dann machen wir das auch. Ich helfe dir einfach mal. So, warte mal. Da mag. Ja, die 6 Zoll halt, ja, bis dahin. Genau. In Base-Kontakt komme ich noch nicht, weil es halt noch nicht geht. Genau. Dann aktiviere ich ihn auch gleich. Das bedeutet, er darf jetzt noch nur 13 reinpeilen. Das machen wir. Das heißt, er dreht sich jetzt einfach da so rein. So, jetzt habe ich auch den ersten gebased. Das muss ich auch tun. Und natürlich meinen Fahrzeugschock, den man machen muss. Ich muss eigentlich vom Charge sagen. Habe ich das nicht gemacht? Nein. Den sage ich eigentlich, ja gut. Aber ich gönne es dir. Ja, gönnen ist jetzt zu viel verlangt. Das heißt 12 W, oder? Das ist das Schwert? Ich habe 10, Stärke 10. Und 2 extra. Genau. 4, 8, 12 Würfel. Ja, Alter, ich habe noch nie so viele Einser gesehen. Ja, also erfolgreich hast du. Also Leute, wenn ich das Spiel verliere, ich könnte schon wieder mit Backsteinen werfen. Schaut euch das an. Das sind zwölf Würfel, die ich würfeln darf. Und davon sind 7 Einser dabei. Also einer ist tot, einer seltenhaft gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wart mal so gut, ihr Würfel. Oder nehme ich das Sweep-Profil bei ihm. Das sind dann 10 Attacken. Genau, das sind 10 Attacken. Schauen wir mal, was die 9 Felswürfel so machen. 10 Attacken, das sind die ersten 5, da treffen 3. Bei den zweiten 5 sind es nochmal 3, sind insgesamt 6. Boah ey, heute habe ich wieder Würfel dabei, das ist ja Wahnsinn. Und meine Stärke 5 dann auf die 4. Nochmal 3 Stück, minus 1. Minus 1, das heißt T-Shot-Saves. Einer lebt, 2 sterben. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, was für ein. So. Netter Junge. Der hier, weil er wahrscheinlich nichts machen kann. Und dieser Schusskerl. So. Bist du mit in den Nahkampf mit den Copters gekommen? Oder bist Nein, bin ich nicht. Okay. Dann mein Pfeil in. Der geht hier drüber. Sind schon. Das ist nicht das Problem jetzt da hinten.
die. Da ist mein eigentlicher Schaden. Mit 3 Zoll kommt er nur dahin und er bewegt sich ein bisschen hinterher. Der kann nicht über ihn da reinhauen, sondern nur hier die vorderen 6. Mhm. So, jetzt kommen die moderaten Attacken. Wir haben 1, 2, 3 mit Nahkampfwaffen. Das heißt 1, 2, 3 Attacken. Ja, ja, doch mal. So. Dann muss man schauen, ob die Regel noch von plus 1 zu hinten bekommen hat. Oder noch. Nee, das plus 1 mit gibt er nicht in Combat Patrol. Der war was. Das heißt auf die 3. Und explodierende Sachen haben wir auch nicht. Und weil es nur Stärke 4 sind, auf die 6. Sie sind ja zweimal. Das gönnt sich dreimal. Ah ja, ich habe nur durch die Kamera geschaut gerade. Ja. Die sind mit minus 1. Warte, was würfel ich denn heute für 1? Was ist das? Ja. Dann nochmal zweimal auf den Sack. Und 3 Stück. 1, 2, 3. Die nur mit 3 Handwaffen, die haben noch keinen Durchschlag. Das sind 6 Attacken. Wieder auf die 3, weil es Orks sind. So, der Durchschnitt gewürfelt und nochmal auf 6. Eine mit keinem Durchschlag, ein Schaden. So, naja. Der ist ziemlich safe. Der ist super. So. Und darf ich auch mal was mit dem CP nutzen? Bitte? Darf ich auch noch einen CP nachträglich nutzen? Um was geht's denn? Geht's das Duck-In? Ich könnte statt 3 Zoll 6 Zoll Peil-In. Dann werden ja meine beiden die hauen können noch mit einem Nahkampf. Ja, komm, mach. Dann will ich nur noch auf 1 CP. Und die haben sich auch mal dazu geschmuggelt. Dann machen wir als erstes mal den Knopf. Das ist eine Powerclaw. Der hat 3 Attacken. Was soll da schon passieren? Ich habe im Fahrzeugschock einen getötet. Ich habe im Nahkampf 2 getötet. Einmal. Ich habe keine Erwartungen mehr an diesen Stärke Spiel. 9, das heißt auf die 3. Mit minus 2, 2 Schaden. Also ein Retter. Keine Erwartungen mehr an das Spiel, der ist safe. Also. Und dann kommt noch der Große, der Robos. Der hat moderate 4 Attacken. Trifft auf die 2. Ich glaube, da hätte auch schlechter treffen können. Hätte er tatsächlich. Mit Stärke 12 verwundet er auch auf die 3. Viermal. Auch auf deinen Retter, auch 2 Schaden. Naja. Durchschnitt. Ja, kriegt er nochmal 4. Tut weh. Ja, tut weh. Aber was soll's. Ich habe mit nicht viel gerechnet. Und dann ist noch enttäuscht worden. Und dann wäre ich auch noch enttäuscht. Ja, ich glaube, ich schmeiße alle weg. Naja. Okay. Dann war das meine Runde äußerst erfolgreich. Es sind 3 Orks gestorben. Im Beschuss ist wieder mal überhaupt nichts gestorben. Und ansonsten, ja. Gut. Tanky war auch nichts. Okay, dann melden wir uns gleich zurück nach Dominik seiner Phase und dann schauen wir mal, was jetzt da noch passiert. So, wir sind wieder zurück. Dominik hat sich fertig bewegt. Die sind vorgerückt mit Reroll 4 Zoll, war das, glaube ich? Ja, mit einem War natürlich. Genauso genau, der War wurde ausgerufen, habt ihr bestimmt gehört. Die sind 2 Zoll vorgerückt. Die sind 2 Zoll vorgerückt, die Ork Boys. Die sind vom Marker wieder runter und hier bleiben wir im Nahkampf. Ist alles... Alles beim Alten. Dieser Marker hat sich Dominik ausgesucht, der verschwindet dann. Und den habe ich zuerst geplündert für 5 Command Points. Genau. Er hier geht nicht zum Plündern, das haben wir festgestellt. Die Punkte habe ich ihm wieder rausgenommen, aber dafür hat er diesen und diesen für 5 geplündert. Also insgesamt 10 Punkte. Genau. So.
Für Schuss fällt auch relativ knapp aus. Das heißt, wir haben die Raketenwerfer, schießt da rein, ja, auf die 6. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ach, tatsächlich. Entschuldigung, ich muss erstmal wieder 3 Schuss machen. Ein Schuss. Nix. Und dann habe ich noch 4 Pistolenschüsse. Pistolen, Attacke. 2 Treffer tatsächlich. Und auf 6. Hey, ein Rüstungswurf. Kacke ich wieder, pass auf. Nee. Tja. Okay. Dann. Das ist das Simple. Es wird gecharged. Die Boys da hinten in den Strike Squad. Also. Ja, die wollen rein. Die haben richtig Bock. Und die Copters wollen auch rein. Die Copters haben keine Lust. Aber vielleicht reicht es trotzdem. Mhm. Glaube ich. Ja, doch. Doch, ja. Sogar das reicht. Sogar das reicht, ja. Das reicht. So, nach der Bewegung kommen wir weiter. Und nach Dominiks Dingsbums machen wir weiter mit Dingsen. Ich habe mich umentschieden, dadurch, dass man mal sieht, wie das Ganze abläuft. Dominik bewegt sich jetzt seine 11 Zoll in Base-Kontakt. Das, was geht, muss in Base-Kontakt. Das, was nicht geht, muss nicht in Base-Kontakt. Wir haben gemessen, dürften sich über das Spielfeld hinaus bewegen, die ersten. Also kann er jetzt da frei, mehr oder weniger frei sich aufstellen. Ich zünde natürlich gleich einen CP für meinen Transhuman, dass er mich um einen schwerer verwundet, wenn er mehr Stärke hat als ich Widerstand. Was in Wahrheit passiert? Was im Wahr tatsächlich passiert. Den CP gebe ich jetzt auch gleich aus. Und dann drücke ich hier nochmal schön nach. Und hier darf ich als erster zuschlagen. Also aktivierst du dir als erstes die Helikopter? Weil du bist jetzt mit denen schon nachgerückt. Dann musst du mit... Ja, dann mache ich es einfach mit denen. So. Wie gesagt, das war jetzt nur eine Frage. Ich mache es einfach mit denen. Ist jetzt wurscht. Wenn du brichst, dann ist auch CP weg für dich. So, die haben moderate 7 Attacken pro Modell im Nahkampf. Mhm. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7 für den ersten, 5, 7 für den zweiten, 5, 7 für den dritten. Weißt du was, ich bin da noch gar nicht dran, ich muss meinen CP ja erst ausgeben, wenn ich das möchte, aber im Moment noch gar nicht. Die würden dann jetzt auch auf die 3 verwunden. Was haben die für einen Durchschlag? 0, aber sie haben Stärke 5 im War 6. Ja, ist egal. Jetzt kill ich jetzt erstmal. Auch die 3 zum Treffen. Ja, 1 und 2 gibt es auch, aber das ist normal. Trotzdem relativ guter Schnitt. Und nochmal auf die 3. So. 3, 6. Wie viel hätte ich mir effektiv gespart? Das wären die 3 gewesen. Ich nehme mal schnell deine Würfel. Ja, kein Problem. Und eine 2er Safe. Ui. Es stirbt 1,5. 1,5 sterben. Okay, das ist in Ordnung. Halt, dann nehme ich meine eigenen Würfel. Also nein, nee. Dann stirbt der mit der Schusswaffe, der eh keine guter Nahkämpfer ist. Und dann würde ich nämlich jetzt tatsächlich unterbrechen. Ja. Und mit denen. Auf die Boys hauen. Mit denen mal ein bisschen rumfisten. Okay. Aber da meine Würfel so bescheiden waren, hole ich mir schnell neue Würfel. Bis gleich. So, mit kurzem Gerede zwischendurch haben wir festgestellt, wie viel wir alles vergessen und falsch gemacht haben. Super. Ich habe meine Zinschwürfel ausgepackt. Jetzt mit Grey Knights ist das unbedingt notwendig. Es sind noch 4 Mann da, jeder hat 3 Attacken, das sind 12 Attacken, die da geblieben, die relativ gut treffen. Und auf die 3. Genau, und das Ganze nochmal auf die 3. Ich bin mal so voll, nehme deine. Das sind 6 Stück mit minus 2. Ist mir egal, weil ich im Bar bin, habe ich 5 Retter. Safe. Genauso was meine Rüstung normal wäre. Aber das heißt, 4 sterben. 1, 2, 3, 4. Die 4 Schießer sind draußen. So, dann hauen die zurück. Dann habe ich noch einen mit nur einer normalen Nahkampfwaffe. Der trifft natürlich wieder auf die 3.
Ja. So. Trifft auf die 3 und verwundet auf die 3. 2 normale Rüstungsfaces. Nix. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 Nahkämpfer. Die eben haben war 4 Attacken des Modells. 1, 2, 3, 4. Treffen auf die 3. Die wollen nicht so richtig. Das gefällt mir ziemlich gut. Und nochmal mit auf die 3 in den Ball war. Die haben alle minus 1, 5 Stück. Zinsch. Zinsch wird's regeln. Schlecht. Schlecht. Noch. Ist noch einer exakt tot, das heißt, der stirbt zuerst und einen Wunder für den nächsten. Genau. So, dann kommt nur noch der Nob mit seinen jetzt 4 Attacken Power Claw auf die 4. 3 Stück und auf die 2. Ja. 3 Stück mit minus 2 Schaden. Ja, dann bleibt noch einer stehen. Such dir aus welcher. Der mit dem dicken Schwert bleibt stehen. Okay. Wird nochmal zurückgepeilt. So. Warum habe ich den CP für mein, wie heißt es denn? Ich habe für meinen Transhuman den CP nicht genutzt, damit ich jetzt, ich hatte gehofft, dass einer stehen bleibt, was auch genau der Fall ist. Und den kann ich jetzt trotz Nahkampf wegteleportieren gleich in meiner Bewegungsphase. Jetzt kommen wir hier zu dem Nahkampf. Da darf mein Vögelchen als erstes zuschlagen, während dem Dominik sich da drüben 3 Zoll... Wenn kommt, das noch bewegen darf. Zum Missionsmarker. Nee, du musst zu ihm, weil du warst ja mit ihm im Nahkampf. Okay. Und selbst wenn wir... Ja, ist ja egal. Der eine ist nicht, aber die anderen beiden. Ja, du bist ja nichts mehr im Nahkampf. Ja, dann musst du zum Marker, das passt. 3, 6, 9... 3, 6, 9... 10 Mal... Der ist gut. Dreier kommen jetzt auch raus, weil der ist im Bracket, glaube ich, mit 4 Leben. Ja. Alter. Na gut. Das sind 5 Stück. Auf den 5er Retter. Da sind 3 Stück wieder tot. Beschuss. Der Raketenwerfer, den brauche ich nicht mehr. Vielleicht schafft das ja noch eine Runde diesmal. Ich bezweifle es. Irgendwie bezweifle ich es auch, aber ich bin immer noch... So, dann machen wir erstmal den Warboss. Genau, vielleicht hat das dann schon hinter sich. 5 Attacken. Auf die 2. Sind 4 Stück. Und auf die 3, weil Stärke 13. 3 Stück mit minus 2 Schaden. Bleibt er stehen mit 2 Leben. Dann der Nob mit seinen 4 Attacken. Zwei Stück, auch auf die 3, einmal. Ja, passt, liegt drinnen. Und 1, 2... 3 Stück sind es, glaube ich, noch. 3 Stück, genau. Da liegt nochmal, genau. Und auf die 5. Das ist ja echt behindert. 4 Stück mit minus 1. Vielleicht reicht's. Eine durch. 2 durch. Wie viel hat er noch? 2. Ich überlege jetzt gerade, lasse ich den da hinten sterben. Lasse ich ihn sterben. Ich würde schon gerne. Explodiert er? Nein. Und dann sind wir beim letzten CP. Kann ich dann
näher darüber haben? Nee, den muss dann näher zum Missionsziel mit. Dann lasse ich den übrig. Gut. So. Dann kommt der Marker jetzt weg. Oder warte mal, ist noch meine dritte Runde, ne? Ist noch deine dritte Runde, ja. Ist noch meine dritte Runde. Ich halte immer noch zwei Markers. Mein Secondary habe ich. Also, ich gebe die zwei CPs dann aus. Okay. Wir melden uns zurück nach meiner Bewegungsphase, die wahrscheinlich gar nicht so lange dauern wird. Bis gleich. So, meine Runde ging schnell. Ich habe nur noch zwei Modelle. Ich halte zwei Marker. Er ist vom Marker runter, der andere hält ihn, um ihn vielleicht ein bisschen zu safen. Wir schauen mal, ob das klappt, was ich davor habe. Der Marker ist safe. Der Marker da hinten verschwindet gleich, wenn wir hier fertig sind. Und danach so, ja, den kannst du eigentlich schon wegnehmen. Und dann geht es hier weiter. Meine Schussphase und so weiter ist auch schon beendet, weil wenn ich jetzt auf ihn schieße, kommt er noch näher auf mich zu. Das möchte ich nicht. Also gebe ich ab ans Studio an ihn und dann filmen wir jetzt gleich nochmal seine Bewegungsphase mit. Kriege ich gleich noch ein CP. Genau. Ich habe mich hier so gestellt, dass er über die Kante mich nicht sehen kann. Genau, die Kompass rennt trotzdem auf dich zu. Ja. Ich meine, was haben sie sonst zu tun? Ach, die sind auch eilig. Die 12 plus womit die 6. Womit wir auch bei einer, meiner Meinung nach, der stärksten Combat Patrols werden, das sind die Orks, weil es einfach. Ja, sie sind einfach sehr stark. Der Beschuss ist halt jetzt nicht so der Brüller, aber die moschen halt alles weg. Und wenn man natürlich, gut, ich hätte den Trupp Boys, hätte ich so gut wie sicher aufrauchen müssen mit meinem Dread Knight in Verbindung. Die 10 Attacken ja, plus mit dem Tankshock mit schon. Mit dem Tankshock hätte ich ihn aufrauchen müssen. Und ich habe gerade mal drei. Der Warboss wäre noch drin gewesen, der hätte noch ein bisschen was aus. Ja, natürlich, natürlich. Den Trupp hätte ich. Der Trupp. Der wäre gut weg gewesen. Ist auch dann die Boys rennen auch mal. Und naja. Dementsprechend hat mich das Genick gebrochen. Den Dread, das wäre dann noch spannend gewesen. Da wäre es auf mein Würfelglück angekommen, ob ich überlebt hätte oder nicht. So, aber im Großen und Ganzen ist die Ork Combat Patrol mit einer der stärksten. Genau. Wenn nicht sogar die stärkste, aber. So, naja. Die Boys, die laufen stinknormal, ihre 6 Zoll. Der geht hier hin, dann sieht er den Großen. Ja. Das ist korrekt. Das ist wichtig. Ich habe mich noch vor, den Sturgeon Grenades zu nutzen. Aha. Mein Gott, wenn man Infanterie hat, kann man mit Granaten um sich schmeißen. Das stimmt allerdings. Haben die auch das Keyword? Sind Infanterie. Die müssen das Keyword Grenade haben. Nein, leider nicht. Dann wäre das nur ein guter Plan. Weil meine haben es nämlich auch nicht. Das hat, ich glaube, Astra hat es. Steht er lieber da. Ja, genau. Dann schieße ich mit meiner. Du bist ein hässlicher Vogel. Wobei der ja nur ein Pilz bist. Die laufen nur ein bisschen hier rüber, damit der zumindest noch ein bisschen nachrücken kann. Mhm. So, dann kann der noch zumindest mal deinen Großen sehen. Ja, klar. Bewegung hat er ja genug. Dann gibt es erstmal eine Raketensalve. Mal schauen, wie viel Schuss. 2 Schuss. Mal schauen, ob man trifft. Nö, zusammen vielleicht. Und noch die eine Pistole und der Warboss schießt dann auch nochmal, die Pistole trifft nicht. Und der Warboss hat ganze, Rapid Fire, trifft sogar auf die 4, fürchte dich, 5 Attacken. Ja. Ja. Gut, auch Beschuss halt, ne? Aber davon mit dafür, mit nix. Und ich safe. Ja, dann kommt noch der Charge. Wobei, ich kontrolliere das Objective, könnte mir es auch sparen. Aber mein Gott, man ist nicht umsonst Ork. Man ist nicht umsonst Ork. Sieht sowieso gut genug aus und ich brauche eine 7, wenn ich in beide rein möchte. Ich genau. Möchte in beide rein. Also, dann geh mal in beide rein. Eine 6. 6, da benutze ich ein CP, man hat den ja. Nein, trotzdem. Okay, dann bleibe ich einfach so stehen. Ich darf aber noch mal. Marker gehört jetzt alles noch. Ich darf noch eine Runde weiter leben. Ja. Und dann bin ich wieder auf 3 CP. Ich hätte ihn doch auf dem Marker stehen lassen sollen, weil der gute Mann hat OC3. Aber egal, ich kriege einen CP. So. Was machen wir Nimmst jetzt? Nimmst du am Ende der Runde jemanden hoch? Ja, ich nehme am Ende der Runde jemanden hoch. Und das ist eher... was mache ich mit ihm?
Das werden wir gleich sehen. Ich melde mich gleich. So, in der Mangelung taktischer Optionen habe ich mich dazu entschlossen, mit denen einfach hier zu bleiben, weil ein Missionsziel neues kann ich nicht mehr halten. Das verschwindet jetzt sowieso in der nächsten Runde. Das heißt, es spielt sich hier auf dem letzten Marker sowieso ab. Also die sind jetzt stehen geblieben oder haben sich ein Stück bewegt. Das heißt, die Helikopter möchten jetzt ein Abwehrfeuer geben. Also dann. Ob ich auf die 5 oder auf die 6 treffe, ist egal. Die 2 mit 3 Raketen, das sind 3 Schuss. Auf die 6. Nein, leider nicht. Und das Plasma, das trifft zumindest. Und schauen, ob das verwundet. Verwundet. Und schauen, ob ich mich selber umbringe. Nein. Nix. Okay. Okay. Er bleibt stehen. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Entweder die Ork Boys wegmoschen, was ich auch wahrscheinlich tun werde. Dann werde ich jetzt nämlich die Boys chargen und schauen, was passiert. Wobei der Marker gehört jetzt mir und du punktest auch erstmal nicht für ihn. Tue ich die Ork Boys wegmachen? Du kannst jetzt doch theoretisch schießen. Dein Chef kann zumindest noch schießen. Ja, beide sehen die Helikopter. Genau, dann schießt erstmal, bevor du chargst. Ja, komm. Also, mein kleiner Boy schießt. Der trifft zweimal, verwundet dich auf die 5, einmal. Auf die 4, safe. Dann mein Zionica Boy trifft nicht. Das ist auch schon irgendwie ein Armutszeugnis, dass ein Zionica von den Grey Knights mit seiner Psi-Attacke nicht auf die 2 trifft. Naja. Sei es drum. Jetzt chargen mein einer Knight, der chargt jetzt noch die Boy, die Orks. Und ein bisschen, der kommt. Und mein Boss, der will auch. So, dann stellen wir kurz mal das weg. Ja, genau, wir stellen ihn jetzt dahin. Damit ich ihm wenigstens den Marker einmal denyen kann. Falls du nicht stirbst. Falls ich nicht sterben sollte. Und mein Chef hat noch 4. Genau, mein Chef hat noch 4. So, wir fangen mal an mit dem. Mit dem einen Boy. Und weil ich noch mal so witzig bin, ich versuche noch was bei der Ende der Charge Phase. Heroische Intervenieren von den Koptern in den normalen Teil. Ja, klar, mach. Kannst du das 6 Zoll? Das sollten auf jeden Fall 6 Zoll sein. Ja, weil du musst, weiß nicht, ob das 6 Zoll 6 oder 3 Zoll, Zoll heroisch intervenieren 6 Zoll ist. Ist ich glaube, auf jeden Fall. Wir melden uns gleich mal wieder zurück an. Alles gut, funktioniert, dann mach mal. Oh, die sind sowas von drin. Die sind tatsächlich sowas von drin. Ja, definieren wir sie erst drin, bevor die alle umfallen. So, die beiden sind drauf auf dem Objective, dann ist es erstmal von mir noch. Und die kommen alle zu. 4, 5, ja, genau. Dann schlägt mein Boy. Ich habe keine CPs mehr. Mein Boy schlägt jetzt. Auf was? Der schlägt auf die Boys. Weil die den meisten OC haben. Treffen alle. Verwunden 2x minus 2. 2 Stück sterben. Das sind die beiden, die nicht auf dem Objective sind. Dann schlägt mein Chefboy Psionica noch zu. Der müsste 4 Attacken haben. Weil der ist eigentlich. In Combat Patrol ist das ein Riesenlulli. Und ja, ich schaue trotzdem nochmal schnell nach. Schon eigentlich armselig, dass man das nicht weiß. Aber man vielleicht hat man sich jetzt. Ne, es sind doch nur 4. Naja. 4x für Zinsch. Ja. Na, war klar. Trifft auch nur auf die 3. 2 Wunden minus 1. So. Der geht durch und der geht auch durch. Und als 2 Schaden ist, ist auch der Nob tot. Ist nur noch der Warboss übrig. Genau. Der sagt auch ein Hallo und möchte auf deinen Großen hauen. Ich zünde einen CP, dass du mich im einen schlechter verwundest. Das heißt, 4 Attacken auf die 2. Und auf die 3, weil Stärke 12 eigentlich auf die 2 wäre. Das hat ja einen gesaved. Das heißt, 2x mit auf minus 2. Dann bleibt er noch mit 2 Leben stehen, aber da ich jetzt noch. Genug hast, Reroll. Außer du möchtest auf ihn warten. Nee. Passt. Dann hat er nur noch 2. Und die 12 Attacken der Copters auf die 3.
Ja, gehen einige raus. Aber wenn ich 2 Schaden durchkriege, ist das eigentlich alles wert. Wenn. Aber ich bezweifle es, wenn du noch einen Reroll hast. Und verwunden auf D3, weil die Basisstärke 5 haben. Das sind 7 Stück. Lass mal gleich hin. Ja, ich muss sie noch minus 1, nix, ne? Der hat die Punkt. Was? Der hat 2 Leben. Der hat 2 Leben, ja. Okay, mach ein, mal. Stimmt. Passt. Wollte ich das sagen, Freund. Bleib ja, stehen. Bleib stehen. Da muss man schauen, welche Objective Secure ich habe. Also ich habe da insgesamt 5 drauf. Ich habe auch 5. Wieso hat der Boss 2? Nee, der hat 1, aber die Kopter haben 2. Die Kopter haben 2. Okay. Ich schaue noch mal kurz, wie viel mein Chef hat, aber ja, wir machen jetzt schon mal weiter. Der Dominik bewegt sich. Ja, es gibt nichts wahrscheinlich groß nicht so zu viel zu bewegen gibt. Ja, die OC, höchstens. Also ich habe OC6 sogar, weil er kriegt OC3 durch sein Enhancement. Mhm. Das heißt, er hat 4, er hat 2, 6 ist mein Marker. Du punktest für einen, kriegst einen Marker. Und du hältst das Missionsziel schon mal erstmal nicht. Genau. So, das heißt, ich kann auch meinen Secondary nicht punkten, weil ich Ende meiner Command Phases halten muss. Aber das machen wir uns einfach. Die Boys versuchen reinzurennen, den weitesten Charge haben. In Linie rein. Mhm. Ja, die sollten mit 10 drin sein und der Große möchte in beide rein, damit er auf den Chef hauen kann. Und der ist auch drin und da mache ich Tank Shock übrigens, damit der auf jeden Fall stirbt. Naja, auf jeden Fall kannst du nicht sagen, du hast ja meinen Tank Shock vorhin angeschaut, ne? 2, weil ich auf jeden Fall mehr Stärke habe. Und dann hat, wie viel hat der Deathbread, der so schlecht ist, wenn man nicht gespielt. Der hat Stärke 10, das heißt auch meine 12 Würfel. 2, 6, 8, 10, 12. Eins, zwei, drei Stück. 3 Mortals. Ja, dann ist er tot. Dann ist er tot. Heldenhaft. Und dann versucht er nochmal dann in den letzten noch auch noch weit zu chargen. Warum? Weil man es kann. Nett, du hast doch, er hat ja ihn gecharged und die haben ja ihn gecharged, genau. Das heißt, die müssen ja jetzt noch, die müssen in, noch den Typi, in den Typi rein und können ja nochmal drauf moschen, was geht. Durch den Tankshot darf der dann noch chargen, weil sie in der Charge Phase die Mortal Wounds kommen. Der Warlord. Ich meine, es ist effektiv eigentlich egal, aber der Ork-Pfeil ist halt groß. Ja. Also wenn, dann wird er drin sein, aber schauen wir mal, ob er überhaupt relevant wird. Und dann fangen wir auch mal gleich mit Death Threat an, damit er da auch mal was zum Schlagen hat. Ich gebe mein CP aus, weil ich es einfach noch kann. Ja. Der hat 4, 6 Attacken. 4 Basis plus 2 wegen extra Klauen. Und dann auf die 3. Mit minus 2. Minus auf meinen Retter. Super tot. Wer ist Matsch? Ne, der hat nicht einmal einen Retter, aber wenn du minus 2 hast, ist es sowieso die 4. Genau. Und tschüss. Und das war's dann auch. Dann sind die Grey Knights heldenhaft getabled worden. Und wir. Ich melde mich dann nachher nochmal mit dem Bild für Abschlussbesprechung. Macht's gut, bleibt heldenhaft, Dominik. Letzte Worte von dir. The war never ends. Ja, verwahrloste Wilde mit ihrem Hobby. Macht's gut, ciao.